Ja, einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo Zahlen, Daten, Fakten. Wir gucken uns natürlich gleich mal den Markt an. Neuigkeiten bei Gala Games. Die CEOs stehen vor Gericht. Dementsprechend gab es einen ordentlichen Kursdrop, werden wir uns anschauen. Wir gucken uns mal an, wo wir uns gerade im Markt befinden. Neuigkeiten zu einigen Altcoins. Wir gucken uns an, was bei Base abging. Natürlich ein umfangreiches XRP-Update und einer neuen Preisanalyse, die ein 6-Jahres-Pattern zeigt, aus dem hervorgeht, dass höchstwahrscheinlich sehr zeitnah ein Riesensprung nach oben zu erwarten ist. Und ich habe noch ein spannendes Video gefunden, das ich euch am Ende des Videos zeigen werde, wo Brad Garlinghaus über Swift spricht und was Ripple deutlich interessanter macht, als Swift es ist. Also viel Spaß und heute geht's mal wieder los nach dem Intro. Ja, Bitcoin bei $25.737, wieder einmal 6% im Minus und alles in allem tut der September das, was wir erwartet haben. Er startet nicht besonders glorreich, wir sind nach wie vor in einer extrem Dürrephase, der Markt ist langweilig, die Leute haben kaum noch Interesse an dem ganzen Thema und es ist auf der einen Seite sehr ernüchternd, weil man einfach sieht, dass sich nicht viel tut, auf der anderen Seite aber eigentlich genau die Zeit, in der man anfangen sollte, sich mit dem Thema zu beschäftigen, denn meiner Meinung nach und auch der Vergangenheit nach war es immer so, dass diese Phasen, die besonders langweilig sind und wo der Markt besonders low war, dass das eigentlich Zeiten waren, wo man sehr gut akkumulieren konnte. Muss nicht heißen, dass wir jetzt schon die Tiefstände sehen, aber auf jeden Fall sind wir gerade in einer Phase, die definitiv alles andere als bullish ist und die Millionäre der Zukunft werden normalerweise in Bärenmärkten gesät und dementsprechend freue ich mich über jeden Einzelnen von euch, der regelmäßig in meine Videos reinschaut oder sich ganz generell mit dem Markt beschäftigt. Ich glaube, das wird sich früher oder später ordentlich auszahlen. Gala Games in Aufruhr. CEO und Mitbegründer liefern sich einen Rechtsstreit. Gala Games ist mit internen Turbulenzen konfrontiert. Eric Schiermeier und Wright Thurston haben sich beide in den Haaren. Beide werden werfen sich Veruntreuung vor. Die Klagen wurden enthüllt. Schiermeiers Klage, die im Namen von Blockchain Game Partners, der Muttergesellschaft von Gala, eingereicht wurde, beschuldigt Thurston, er scheint hier der schwarze Peter zu sein, seine Investmentfirma True North Investments unrechtmäßig etwa 8,645 Milliarden Gala-Token im Wert von umgerechnet $130 Millionen erworben und verkauft zu haben. Der CEO behauptet, dass diese Token aus sicheren Wallets entfernt worden und in einem komplexen Transaktionsnetz verkauft und versteckt wurden, was dem Unternehmen erheblichen finanziellen Schaden zufügte. Schiermeier behauptete außerdem, Thurston habe illegal Lizenzen für den Betrieb von Nodes innerhalb des Gala-Ökosystems verkauft, was die Probleme des Unternehmens weiter verschärfte. In einer Gegenklage reichte Thurston dann ein, dass Schiermeier grobes Missmanagement und finanzielle Unvorsichtigkeit zulasten gelegt werden soll. Der CEO habe fast $600 Millionen an Unternehmensvermögen verschwendet. Also Schiermeier behauptet im Namen von Blockchain Game Partners, also dem Mutterkonzern von Gala, dass eben dieser Thurston veruntreut hätte und zwar ordentlich viel, hat auch heimlich irgendwelche Notes verkauft und er in der Gegenklage behauptet einfach, dass Schiermeier nicht mit Geld umgehen kann. Ich persönlich sage mal, da gibt es schon einen riesen Unterschied, ob man Geld verschwendet, weil man vielleicht falsche Entscheidungen trifft, die aber nicht vorsätzlich waren oder ob man bewusst Gelder aus dem Ökosystem entfernt und von sicheren Wallets abgreift und dann heimlich irgendwie irgendwelche Lizenzen verkauft. Naja, das wird ein Gericht entscheiden. Auf jeden Fall ziemlich düster für den Gala-Kurs, mittlerweile schon unter die 2-Cent-Marke gerutscht. Im Idealfall kommt da zeitnah irgendeine Klarheit rein und vielleicht hat Thurston ja noch irgendwelche Restbestände, die er wieder zurücktransferieren könnte. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie sich das Ganze einigermaßen stabilisieren könnte. Aber alles in einem definitiv eine Hiobsbotschaft, die gar nicht gut ist. Sollte ich dazu Updates finden, halte ich euch auf dem Laufenden. Ja, das ist ein sehr spannendes Diagramm. Das haben wir uns in der Vergangenheit schon einige Male angeschaut. Hier geht es in erster Linie um Bitcoin, aber eigentlich generell um die Psychologie an Märkten. Es gibt rein psychologisch verschiedenste Phasen. Ja, es gibt Phasen, in denen die Menschen extrem daran glauben. Es gibt Phasen, in denen die Menschen extrem in FOMO sind und Angst haben, irgendwas zu verpassen. Ebenso gibt es aber auch Phasen der Panik, Kapitulation. Jetzt sind wir eben gerade in einer Phase der Stagnation. Das heißt, es passiert nicht wirklich viel. Wenn mal ein bisschen was reinkommt, wie zum Beispiel zuletzt nach der Nachricht von Grayscale, dann war das im Prinzip nur eine kleine Suckers-Rally. Kurz nach oben, bam, direkt ein Fakeout und wieder bergab. Dementsprechend schwenkt das irgendwann in Disbelief, also dem fehlenden Glauben an das Ganze über. Und ihr seht hier immer, in welchen Jahren in etwa was passieren sollte, wenn man von einem 4-Jahres-Zyklus ausgeht. Wir sind jetzt gerade im Jahr 2023 und zwischen 2023 bis 2024, ich denke mal, das wird dieser Bereich hier sein, da werden wir eben diese Phasen hier durchmachen. Danach
24 bis 25 gibt es dann wieder ein bisschen Grund zur Hoffnung. Es gibt dann erstmal weiterhin Zweifel an der nächsten Rallye, die kommt, aber dann irgendwann gibt es doch vielleicht ein bisschen Hoffnung, weil man denkt, okay, das ist jetzt doch anders als zuletzt, und dann schleicht sich langsam aber sicher ein Bullenmarkt ein. Und dementsprechend kann ich euch schon mal sagen, es kommen noch einige harte Zeiten auf uns zu, insbesondere die Disbelief-Phase kann nochmal richtig böse werden, aber danach sollte es definitiv wieder bergauf gehen und wir werden uns dann in Richtung Halving von Bitcoin im nächsten Jahr wahrscheinlich in einer deutlich positiveren Situation wiederfinden. Also bleibt standhaft, Freunde, es ist nichts Neues, es gibt immer solche und solche Phasen und krasse Bullenmärkte müssen nun mal krasse Bärenmärkte vorausgehen und genau das erleben wir gerade. Cardano wächst, ADA stagniert, unbeeindruckt von der schwachen Lage am Markt, nehmen die On-Chain-Aktivitäten von Cardano zu. Sentiment zufolge verbucht Cardano seit Ende des Jahres einen Anstieg wöchentlicher On-Chain-Transaktionsvolumina um 1700%. Cardano verzeichnet immer noch steigende On-Chain-Transaktionsvolumina, obwohl der Marktwert im Vergleich zu seinem lokalen Höchststand im April gesunken ist. Die Entwickleraktivität hat im August ebenfalls zugelegt. Nach Polkadot verzeichnet Cardano die höchste Developer-Beteiligung. Also wir sehen, obwohl bei ADA genauso wenig läuft wie bei fast jedem anderen Altcoin da draußen, wird trotzdem fleißig weitergearbeitet, fleißig weiter programmiert und neue Entwickler schließen sich dem Netzwerk an. Und das ist meiner Meinung nach auch die richtige Herangehensweise. In solchen Marktphasen sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gerade auf Entwicklerseite die Zeit nutzen, um entspannt mal Sachen auszuprobieren, um eben mal zu versuchen, Dinge zu entwickeln, um dann im nächsten Bullenmarkt vielleicht die geilsten Lösungen überhaupt präsentieren zu können. Das heißt, jetzt sind wir quasi eigentlich in der idealen Entwicklerphase und demnach gute Neuigkeiten von Cardano. Ja, Stellar, ich habe geschaut, es gab ja diesen Countdown-Beginn mit 10 und dann dachte ich, kommt vielleicht jetzt jeden Tag 9, 8, 7 und so weiter. Dem ist nicht so, aber ich habe mal gerechnet, es müsste ungefähr am 11. September oder am 12. September, also interessantes Datum auf jeden Fall, soweit sein, dass sie hier raushauen werden, was passiert. Ihr seht, zuletzt ist nicht wirklich viel gedroppt worden, nur mal wieder Werbung für dieses Meridian-Event in Madrid. Aber wir behalten mal den 11. 12. September im Hinterkopf. Ja, Base, das neue Netzwerk von Coinbase, hatte Probleme. Gestern Abend kam es zu einem Zwischenfall. Rund 45 Minuten hat die Blockchain keine neuen Blöcke erzeugt. Seit dem Launch schon vor einem Monat war das der erste größere Ausfall. Die Entwickler konnten den Fehler beheben. Inzwischen läuft alles wieder reibungslos. Der Ausfall sei eine weitere Erinnerung daran, dass die Verwendung von Ethereum Layer 2s nicht dasselbe ist wie die Verwendung von Ethereum Mainnet. So Matt Williamson, naja, das kann man so fairerweise nicht sagen, denn natürlich stimmt es wohl, dass Ethereum momentan deutlich stabiler läuft, aber diejenigen von euch, die schon so lange wie ich im Space sind, wissen, wie viele Probleme Ethereum auch schon hatte, wie oft das Netzwerk übertrieben teuer wurde, weil alles irgendwie verstopft war, nicht richtig funktioniert hat, ja, und irgendwann dann sogar überlegt werden musste, wie man das Ganze umstrukturiert und sogar von Proof of Work auf Proof of Stake umgewandelt hat. Also so ganz so perfekt, wie das hier gerade dargestellt wird, lief Ethereum zu Beginn auch nicht. Allerdings natürlich nicht ganz so geil, zumal es ja nicht der erste Layer 2 ist. Und wenn dann eine große Bude wie Coinbase um die Ecke kommt und ein eigenes Ding aufstellt, naja, dann ist das schon auf jeden Fall nicht besonders cool. Aber solange es bei nur 45 Minuten bleibt, ist es schon mal deutlich besser als bei Solana. Dann kommen wir mal zum Ripple XRP Update. Sehr interessanter Bericht. Just in, XRP durchbricht das Muster des 6-Jahre-Haltens. Also es gibt jetzt so ein 6-Jahres-Muster, das jetzt durchbrochen werden könnte. Ein Anstieg von über 25.000% auf $130. Schön wäre es auf jeden Fall. Jetzt zeige ich euch mal, wie man darauf kommt. Der Artikel ist übrigens sogar bei Binance gepostet. Also nicht irgendein Käseblatt, sondern zumindest mal auf Binance. Also, in einem relativ ruhigen Markt hat sich einer der führenden XRP-Zen-Analysten mit einer kühnen Vorhersage einer bullischen Zukunft für XRP gemeldet. Er sagte, dass laut dieses Pattern, das habt ihr schon bei mir auf dem Thumbnail gesehen, wir gerade in einer Phase sind, das ist so ein typisches Dreieck, das man einzeichnet, wo man dann die Tiefpunkte und die Höhen miteinander verbindet, die laufen dann meist spitz zu und in Richtung dieser Spitze hat man halt sehr oft einen Ausbruch in die eine oder andere Richtung. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das Crypto-Space immer noch am Anfang ist, können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich einen weiteren Satz nach oben gibt und wenn es diesen weiteren Satz nach oben gäbe, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir eben einen ordentlichen Sprung nach oben machen. Ihr seht, wir sind seit dem All-Time-High 2017 in einem Downtrend und dieser Downtrend wird so Mitte 2024 spätestens hier zusammenführen an dieser Spitze und bis dahin darf man halt erwarten, dass ein Ausbruch kommt. Ihr seht, hier war es schon vorher der Fall, von daher wird es sehr, sehr spannend, wie das vierte Quartal diesen Jahres und erste Quartal kommenden Jahres läuft. Ich denke mal, wenn irgendwie ein Börsengang Ripples in Aussicht gestellt wird und vielleicht die XRP-Hotline irgendeiner Form daran partizipieren können, ich glaube, das könnte einen ordentlichen Run auslösen. Genauso, wenn dann endgültig der SEC-Fall beendet sein sollte, auch das könnte wahrscheinlich ein riesiger Katalysator sein. Aber es ist halt eine von vielen Prognosen und wir haben schon zu viel gesehen in letzter Zeit, als dass uns das jetzt extrem catchen würde. Aber ich bin davon überzeugt, dass nochmal ein ordentlicher Sprung nach oben kommt. Ob es denn wirklich die 100 oder 130 Dollar Marke wird, steht in den Sternen. Aber dass wir definitiv irgendwann mal mit einem ordentlichen Ausbruch rechnen dürfen, ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit. Dann gibt es auch eine Neuigkeit von SBI Asia. Also ich lese euch das mal eben vor. XRP, Ripple, SBI.
Der internationale Geldtransferdienst mit Hilfe der Geldtransferlösung von Ripple unter Verwendung von XRP wird schrittweise auf den Philippinen, Vietnam und Indonesien ausgeweitet. Darin involviert sind wohl SBI Remit, SBI VC Trade und SBI Ripple Asia. Also weiterhin Expansion, weiterhin gute News, weiterhin keinerlei Auswirkungen auf den Kurs. Aber auch hier gibt es im Hintergrund immer wieder Neuigkeiten. Ansonsten war diese Geschichte hier auch noch sehr interessant. Binance erweitert Unterstützung für XRP. Das ist interessant, und zwar Binance fügt nun ein neues Pair ein. Nachdem Binance ihren BUSD aus regulatorischen Gründen irgendwie jetzt loswerden müssen, haben sie einen neuen Stablecoin, den sie einführen. Der läuft auch nicht offiziell über Binance, sondern der kommt irgendwie von einer Bank aus Hongkong. Das Ganze nennt sich dann First Digital USD, also FDUSD. Und da wird es direkt ein Paar mit XRP geben, also XRP/FDUSD. Allerdings werden auch noch weitere Paare, wie zum Beispiel Solana oder auch Dogecoin, damit gekoppelt. Also ich denke mal so generell, die Top 10, Top 20 werden bestimmt alle so ein Paar bekommen und mittelfristig wahrscheinlich noch deutlich mehr. Aber fand ich ganz interessant, zumal wir jetzt mal über diesen FUSD sprechen können. First Digital USD füllt die von BUSD hinterlassene Lücke und erweist sich als die von Binance vorgeschlagene Alternative. FDUSD wird von First Digital Trust, einer in Hongkong ansässigen Depotbank, herausgegeben und hat bei Binance bereits Spuren hinterlassen. Innerhalb eines Monats schoss die Marktkapitalisierung auf über 300 Millionen Dollar und im Vergleich zu Tether natürlich unterirdisches Volumen, aber es läuft ja momentan noch ganz viel parallel. BUSD ist ja offiziell auch noch da. Ich denke mal, das wird sich Stück für Stück ändern. Ja, ich habe jetzt offen gesagt nicht wirklich tief gegraben, wer diese Hongkong-Bank ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Binance einfach nur irgendwie so ein Hintertürchen gesucht hat, wo sie das dann über jemand anderen laufen lassen. Also gehe ich mal davon aus, dass FDUSD einfach der BUSD mit einem grünen Anstrich und einem neuen Ticker-Symbol ist. Ja, zu guter Letzt habe ich hier noch ein interessantes Video gefunden oder Video-Zusammenschnitt, wo Brad Garlinghouse in verschiedenen Jahren immer mal wieder über das Thema Swift spricht. Fand ich sehr interessant. Für diejenigen unter euch, die Englisch können, einfach mal mitlesen. Ansonsten werde ich gleich im Anschluss an das Video kurz zusammenfassen, was er erzählt hat. Let's go! I think what we're doing and executing on a day-by-day basis is in fact taking over Swift. In that, you know, we've now signed up, you know, well over 100 banks. Some of the largest Swift-enabled banks in the world are now using Ripple's technology. I mean, just last week we saw a remittance company who's using Ripple's technology. They reduced the price per transaction to their consumers from $20 per transaction to $2 per transaction, and they saw an 800% increase in usage overnight. That's the type of dynamic that Swift isn't able to support that we're able to address right now. And one of the former board members of Swift, a gentleman named Marcus Treacher, joined our team to run all of customer success. And, you know, this was, you know, a former board member from Swift coming over and saying, hey, we don't think Swift's going to be necessarily a solution to really unlocking this internet of value. I mean, Swift is kind of a competitor. It's slightly more complicated than that, because Swift is really just messaging. When you send a Swift transfer, it's not liquidity. You're actually sending bank messages to banks that have liquidity. So to some degree, Citibank and HSBC, really the top two, JPM, those are the top three liquidity banks. And when you're sending Swift messages, you're sending messages to banks to release liquidity and making sure the debits and credits match. So to some degree, really boil it down, Ripple's competing with the liquidity of Citi and the messaging of Swift, but in one, because we're both messaging and liquidity. And at the end of the day, you know, again, as I described, you know, Swift was developed 50 plus years ago. It architecturally hasn't really changed. It does remain slow, days. It does remain, relatively speaking, expensive. And actually, interestingly, it's quite error prone. Also, fasse ich nochmal kurz zusammen. Zum einen spricht er über das Thema Kosten oder Kostenersparnis, ja, dass durch die Nutzung von Ripples Technologie eben extrem viel Gebühren eingespart werden können. Des Weiteren spricht er darüber, dass Swift sehr wohl ein Competitor ist, also ein Wettbewerber, aber man muss unterscheiden. Swift ist zum einen relativ eingerostet, weil sie eigentlich seit ihrer Gründung immer das Gleiche gemacht haben, und vor allem sind sie ein Messaging-Service, das heißt, sie sind quasi für Informationen verantwortlich, nicht für Liquidität. Die Liquidität kommt eher von den riesen HSBC, JP Morgan und von der Citibank. Swift wird benutzt, um von diesen großen Liquiditätsgebern die Liquidität zu empfangen, und so läuft das Ganze dann ab, während Ripple im Prinzip beides miteinander vereint. Zum einen ist das Messaging implementiert, aber eben auch durch On-Demand Liquidity zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, direkt Zugriff auf ein Liquiditätspool zu haben, und somit löst Ripple mit Hilfe des XRP-Ledgers eben gleich zwei Probleme und vereint alles in einer Lösung. Und das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, weil viele ja glauben, dass sie im Prinzip genau das Gleiche machen würden, aber wenn man sich eben tiefgründiger damit beschäftigt, sollte jetzt nochmal
klar sein, dass es eben doch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Die einen sind nur der Messaging-Standard, die anderen können quasi auch dazu noch die Liquidität abbilden. Und das unterscheidet Ripple dann doch schon maßgeblich von Swift. Ja, das wollte ich euch nochmal mit an die Hand geben, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt eine grandiose Woche. Ich hoffe, das Wetter spielt ein bisschen mit. Lasst euch nicht von den Kursen ärgern. Wir sind ja gerade in der Phase Richtung Neumond. Wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal eine kleine Rallye. Ansonsten werde ich wie gewohnt immer mal wieder ein bisschen nachkaufen. Ich bin mal gespannt, welches Projekt als nächstes dran ist. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Bleibt mir gesund und bis bald. Ciao.